Seit Sommer 2014 kennen die Ölpreise nur einen Weg, nämlich den nach unten. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch das amerikanische Öl WTI auf dem Weg Richtung $50 je Barrel und auch darunter. Darüber wollen wir sprechen mit Guido vom Schemm. Er ist Geschäftsführer und Vermögensverwalter bei GVS Financial Solutions. Herr vom Schemm, was sind denn die Gründe für diesen starken Rückgang, den es ja so kaum in der Geschichte gibt? Ja, also Herr Franek, die Entwicklung, die war natürlich sehr überraschend. Das letzte Mal, als wir so eine scharfe Korrektur gesehen haben, war das mitten in der Finanzkrise. Da hat der Ölpreis auch um 50% und mehr korrigiert. Einige führen hier ins Feld, dass ein erhöhtes Angebot auf eine niedrige Nachfrage trifft. Wir sehen allerdings auf der Angebotsseite 80 bis 90 Millionen Fässer pro Tag relativ stabil. Die Nachfrage, ja, die geht leicht zurück, ist aber aus unserer Sicht kein Grund für den so starken Ölpreisverfall. Wir glauben vielmehr, dass der Ölpreis hier politisch instrumentalisiert wird. Zum einen von den USA gegen Russland, Stichwort ist hier die Ukraine, um die Russen unter Druck zu setzen, die $100 pro Fass brauchen, einfach zu politisch Aktionen zu bewegen. Im Thema Ukraine hat Amerika den Ölpreis nach unten geschickt und jetzt ist Saudi-Arabien einfach noch mit aufgesprungen, die natürlich das Thema Fracking, also Schiefergas, dann auch als Konkurrenten sehen und diesen natürlich lieber beseitigen möchten. Und deswegen hat Saudi-Arabien stellvertretend für die OPEC gesagt, wir halten die Angebotsmenge einfach noch stabil, um dem Thema Fracking einfach keine Chance mittelfristig zu gewähren, sich zu entfalten, weil die brauchen 60, 80, teilweise sogar $90 das Fass. Und aktuell, wie Sie sagten, stehen wir bei 50, also nicht rentabel fürs Fracking. Die Frage ist ja, wie es jetzt weitergeht. Viele Anleger scharren schon mit den Hufen und sagen, Mensch, könnte man jetzt nicht vielleicht auch einsteigen? Welche Erwartungen haben Sie an den Ölpreis, der sich ja bei $50 circa konsolidiert hat, beim Brent gar auf die Marke von 60 wieder zugelaufen ist? Was glauben Sie hier? Ja, also zunächst, wenn man sich den Ölpreis anguckt, aus unserer Sicht lässt er eigentlich nur zwei Optionen zu. Wenn wir wirklich so einen niedrigen Ölpreis haben und der auch gerechtfertigt sein sollte. Und ich hatte vorhin gesagt, wir haben 80 bis 90 Millionen Fässer pro Tag auf der Angebotsseite, können wir momentan bei einem Preis von 50 ungefähr 30 Millionen Fässer pro Tag kostendeckend fördern. Also heißt ein Drittel, heißt dann auch, die Industrie braucht nicht mehr so viel Energie auf der Nachfrageseite. Das würde dann heißen, würden wir dauerhaft so bleiben, würde das implizieren, dass wir in eine Rezession, vielleicht sogar eine schwere Rezession weltweit abdriften könnten. Die zweite Option ist, der Ölpreis ist politisch einfach manipuliert. Das wird sich wieder mittelfristig auflösen. Zum einen, dass Saudi-Arabien als günstigster Erdölproduzent bei ca. $30 das Fass dann mittelfristig den Druck etwas vom Markt nimmt und vielleicht die Russen im Thema Ukraine dann einlenken, um auch ihren Staatshaushalt weiter finanzieren zu können, sehen wir eigentlich die zweite Lösung ganz klar als Favorit, dass wir mittelfristig wieder Kurs sehen zwischen 80 bis 100. Ich weiß nicht, ob wir drüber kommen, weil ich sagte, es ist ein politisches Druckmittel für die USA gegen Russland. Worauf muss man da achten? Denn es ist eine sehr komplexe Gemengelage. Sie haben uns das sehr eindrucksvoll und anschaulich erklärt. Worauf muss man als Privatanleger achten? Welche Gefahren lauern aktuell im Segment? Ja, also wir werden jetzt häufig konfrontiert, kann ich jetzt den niedrigen Ölpreis nutzen, um einzusteigen? Selektiv. Also es kommt darauf an, wie der Anwalt sagen würde. Wir haben uns einfach die Sektoren angeguckt. Drei große: Exploration, Öldienstleister und diese sogenannten Ölmultis, die großen Ölkonzerne à la Shell, à la Chevron, à la Statoil. Und mit Blick auf den US-Hochzinsmarkt haben wir dann im Dezember festgestellt, dass die impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Explorationsunternehmen und für die Öldienstleister nach oben geschnellt sind. Also der Markt erwartet hier erhöhte Pleiten, wovon wir auch ausgehen, denn sollte der Ölpreis mittelfristig niedrig bleiben, ich hatte es vorhin mit dem Fracking erwähnt in den USA, werden einige Akteure das nicht überleben können, weil einfach das Liquiditätspolster nicht da ist. Die großen Frackingfelder in Amerika, also das Eagle Ford und das Bakken, Eagle Ford braucht ungefähr $50 bis $60, um kostenfördernd erschöpft zu werden, und das Bakken sogar 80 und die anderen $90. Also wer hier nicht die Luft hat, um durchzuhalten, wird sicherlich Richtung Insolvenz schlittern. Also von den genannten Sektoren, Öldienstleistern und Explorationsunternehmen, würden wir uns derzeit momentan fernhalten, auch wenn vielleicht die Chance da sehr locken mag. Aber hier werden einige Akteure sicherlich den Markt verlassen. Wie kann ich als Privatanleger jetzt von den aktuellen Entwicklungen profitieren? Es gibt ja nicht nur Unternehmen, die Sie zum Teil auch angesprochen haben. Es gibt ETPs, Exchange Traded Products, wie es so schön neudeutsch heißt. Es gibt Zertifikate und viele andere Instrumente. Was meinen Sie, was wäre der bestmögliche Weg?
Also wir glauben, der Anleger hat zwei Möglichkeiten, hier von dem niedrigen Ölpreis zu partizipieren und auch von dem wieder anziehenden Ölpreis, sagt er, wo wir glauben, den Ölpreis wieder zu sehen mittelfristig. Einerseits direkt, das geht über einen ETF oder auf einen Fonds, der auf diese großen Ölgesellschaften, wie ich sie vorhin genannt habe, fußt, um das Risiko auch breit zu streuen. Wenn einer ein bisschen mehr Risiko mag, kann er sich auch einen Einzeltitel ins Portfolio legen. Aber über diese Ölmultis hat man drei Vorteile: hohe Liquidität, stabile Dividende und ein breites Sortiment. Man darf nicht vergessen, an der Tankstelle hat sich der Ölpreis nur um 25% reduziert, am Ölmarkt selber aber um 50% gefallen. Also Sie sehen, irgendeiner kassiert hier die Marge. Profitieren Sie doch davon einfach mit. Die zweite Möglichkeit, davon zu partizipieren, ist über Aktien aus der Region Asien-Pazifik. Warum? Die Region Asien-Pazifik ist mit 2,5 Millionen Fässern pro Tag der größte Öl-Netto-Importeur der Welt, also vor den USA, vor Europa. Und die Unternehmen profitieren immens auf der Kostenseite von einer Entlastung, heißt natürlich höhere Gewinne, heißt natürlich, die Kurse sollten hier bei unterstelltem gleichen Kurs-Gewinn-Verhältnis sicherlich anziehen. Auch hier empfiehlt sich entweder ein ETF auf diese Region zu kaufen oder über einen aktiv gemanagten Fonds hier davon zu partizipieren. Der aktuelle Ölpreis, die Situation, wie geht's weiter? Das war Guido vom Schemm von GVS Financial Solutions. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.